Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, in der letzten Folge sind wir in einen Harpyienhinterhalt geraten, den wir jetzt noch erstmal ausmerzen müssen. Aber Harpyien sind ja zum Glück nicht mehr so gefährlich. Hoffe ich jedenfalls mal. Haben wir die für Vorgrim noch Fähigkeiten? Ne, im Augenblick nicht. Hammerschlag können wir ja noch nicht lernen. Zündklette ist eigentlich noch. Ach, genug. Oh, da kommen noch mehr Harpyien. So, die sind aber auch schon halb erledigt. So, dann können wir. Alles klar. Die meisten Harpyien sind nicht plünderbar, nur diese hier. Die gibt noch Harpyienfedern und alle anderen sind schon verschwunden. Beziehungsweise irgendwie ins Nirvana geglitscht. So. Das heißt, wir können jetzt auch hier in Ruhe die Kräuter sammeln. Das kannst du übrigens mal anlegen. Hey, nahe Raune. Ist sogar ein Questgegenstand mal wieder. Diese äußerst seltene magische Wurzel hat einen unermesslichen Wert. Es lohnt sich folglich nicht, sie des Mammons wegen zu veräußern. Selbst eine meisterliche Verarbeitung zu einem alchemistischen Trunk wäre sie zu schade. Sie wird jedoch ihren wahren Wert zur gegebenen Zeit offenbaren. Dabei haben wir schon mal für irgendeine Quest eine Raune gebraucht. Unser Bär ist gleich hinüber, übrigens. So, irgendwo sind hier noch. Ja, Konchinis. Konchinis. So. Das heißt, können wir da runter überhaupt ins finstere Tal? Sieht er ja eigentlich nicht danach aus. Nee, was auch gut ist, da möchte ich irgendwie ehrlich gesagt nicht runter. Hier können wir auch nicht hoch, gell? Nein. Was steht denn da eigentlich? Alter Zwergenturm, ah ja.
Ah ja, okay, der ist für später. Jede Menge Fässer. Zeug, aus dem wir Geld machen können. Seife auch noch. Und ein Schleifstein. Ja. Ein Zwerg, ein Wort. So. Da sind noch mehr Konishinis. Hier, die wir einsacken können. Sanja. Auch wenn ich von denen sowieso viel zu viele habe und nicht wüsste, was für was ich sie verwenden sollte im Augenblick. Also sind wir in dem Bereich jetzt fertig. Das heißt, wir können als nächstes das Ackerland und den Bereich hier absuchen, bevor wir über die Brücke gehen. Und wir wollten dann eh nochmal mit dem Hauptmann von Talon reden. Über die Bürger. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit für den Kampf? Ja, ich will euch Fragen beantworten. Als Hauptmann der Stadtwache kennt ihr doch sicher alle Menschen, die hier wohnen. Wärt ihr bereit, mir über einige Bürger Talons etwas zu erzählen? Ja, weil die anderen drei haben wir schon. Sicher, um welche Person handelt es sich denn? Nun fangen wir mit euch an. Wie seid ihr Hauptmann der Stadtwache geworden? Wo kommt es, dass ihr so einen guten Ruf in der Regierung genießt? Ach, was soll ich euch groß erzählen? Viel gibt es da nicht. Ich wuchs als Sohn einer Bauersfamilie auf und schlug mich so mehr schlecht als recht durchs Leben. Irgendwann hatte ich das Bauernleben satt und fing hier als Wachmann an. Als einer der wenigen, die damals bereit waren, persönliche Opfer und notfalls auch mein Leben für die Verteidigung von Talons Bürgern zu erbringen, war es nicht schwer, diesen Posten zu erlangen. Gibt es noch andere Bürger Talons, über die ihr mit was erzählen könnt? Sicher, um welche Person handelt es sich? Wie sieht es mit Bürgermeister Stippwitz aus? Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Wenn ihr gekommen seid, um etwas Gutes über diesen Stippwitz zu hören, dann seid ihr bei mir ganz gewiss an der falschen Adresse. Ich kann diesen Kerl nicht ausstehen. Er ist ein aufgeblasener Wichtigtor, dem alle Mittel recht sind, um seinen Ruf und seinen Einfluss zu bewahren. Wenn er im Rang nicht über mir stünde, dann würde ich... Ja, aber lassen wir das. Fragt bitte jemand anderes nach ihm, bevor ich mich noch vergesse. Ja, okay, aber da haben wir drei Auswahlmöglichkeiten. Wisst ihr vielleicht mehr über Kaufmann Eirich zu berichten? Außerdem Wissen über seinen Reichtum scheint er nicht viel über sich preisgeben zu wollen. Wenn ich außer den Lügen, die man versucht hat, über ihn zu verbreiten, noch etwas über ihn wüsste, würde ich es euch sagen. Ich schätze, es gehört zum Erfolg als Kaufmann dazu, dass man sich bedeckt hält. Überhaupt hat er ungern Kontakt zu Menschen, wenn es nicht gerade ums Geschäft geht. Fragt ihn am besten selbst, dann werdet ihr merken, was ich meine. Ja, andere Bürger. Was ist mit dem geweihten Idamil? Er wirkt sehr unscheinbar, scheint aber dennoch vieles über die Vergangenheit Talons zu wissen. Hat euch schon mal ein paar Geschichten aus alten Tagen erzählt? Der Anwärter Idamil vom hiesigen Tempel, ein sehr feiner Kerl, das muss ich wirklich sagen. Wenn es einen Menschen in Talon gibt, den ich Freund nennen würde, dann ist es er. Neben mir ist er die einzige Person von Wichtigkeit in diesem Ort, dem es wahrhaftig um die Menschen hier geht und nicht um sich selbst. Wann immer ihr Hilfe braucht, ihr könnt euch immer an ihn wenden. Ja. Ja, ihr habt mir vorerst genug über die Stadt erzählt. Lasst uns doch einmal über die jüngsten Ereignisse sprechen. Was wollt ihr wissen? Eigentlich nichts, danke. So. Gut, weil zu den Goblins können wir im Augenblick nichts berichten, weil wir haben das Lager noch nicht gefunden.
Hier ist der. Da geht's zum Breinsheim da hinten. Beziehungsweise der ist da auf der anderen Flussseite. Wir können uns also nur hier umsehen. Wenn die hier wieder Feuerfliegen auftauchen, dann. Da drüben sind jede Menge Einbären und auch da sind jede Menge Einbären. Ah ja, an den meisten Stellen kommen wir halt nicht über den Fluss. Wie man sieht, wenn wir hinklicken, dann stehen sie doof da, weil sie nicht wissen, wie. Goblin-Berserker auf der anderen Flussseite. Ach, da ist er ja. Der Kobold. Was hat er gerade gesagt? Dakenai doch... Dakenai... Da kenne ich doch Schildkröten, die schneller sind als ihr. Aha. Ja. Lass das mal fahren, mal los. Ja. Da kann ich doch Schildkröten. Die Straße das hier. Ein Zwerg, ein Wort. Da kann ich doch Schildkröten. Die Straße das hier. Ja, der Kobold verarscht uns gerade. Ihr seid hier. Okay, jetzt machen wir das Schloss hier auf. Ja. Oh. Mein Atem geht runter. Und ja, irgendwas stimmt mit dem Soundbutton ein bisschen nicht. Hoffentlich gibt sich das. Ja. Lassen wir den Kobold mal und reden mit den Holzfällern hier. Vielleicht kann mit einer von denen was über den Kobold da erzählen. Seit die Goblins sich hier breit gemacht haben, fällen wir nur noch Bäume in der Nähe der Stadt. Ist vernünftig wohl, hä? Seid gegrüßt. Ein schöner Tag heute, meint ihr nicht? Da habt ihr wohl recht, wenn man mal von den Goblins und anderen Problemen absieht. Stimmt schon. Goblins, Ogre und jetzt auch noch diese grausige Bestie, von der alle reden. Wobei, wirklich gesehen hat sie ja noch niemand. Aber trotzdem, ein schöner Tag bleibt ein schöner Tag. Was macht ihr hier eigentlich? Eigentlich bin ich Jäger, nur seit es hier im Tal drunter und drüber geht, ist das ganze Wild verschwunden. Da dachte ich mir, besuchst du mal deinen Bruder in einem Holzfällerlager. Ich vertreibe mir hier die Zeit und passe auf die Jungs auf. Nur für den Fall, dass sich ein Goblin hierher verirrt. Könnt ihr mir Ausrüstung verkaufen? Brandpfeil, Langbogen, schwere Armbrust, die haben wir, glaube ich, schon. Beziehungsweise wir haben die verbesserte Armbrust. Oh, ein Schnitzermesser. Plus 3 Bogenbau. Und ein Kirschnermesser, aber das haben wir bereits. Und Schnitzermesser brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was kannst du mir beibringen? Pflanzenkunde brauchen wir nicht. Bogenbau. Blödödö.
Meisterschütze wäre... Bräuchte aber Fernkampfbasis von... 8. Was ein bisschen schwieriger wird.